Kochen und Kuchen backen, 30. November 2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Für den Belag die Birnen schälen, halbieren und von den Kerngehäusen befreien. In einem Topf den Portwein mit 1/4 Eins Wasser, Zimt, Kardamom und 30 Gramm Zucker aufkochen. Die Birnen hineinlegen und in 5 bis bei kleiner Hitze nicht zu weich garen, Klammer auf, sie sollen noch bis fest sein, Klammer zu. Im Sud abkühlen, dann in einem Sieb abtropfen lassen, den Sud auffangen. 2 für den Teig Mehl mit Nüssen, Zucker, eine Prise Salz, Ei und der Butter, in Flöckchen rasch verkneten. Den Teig in 8 Portionen teilen. Die Formen einfetten und mit dem Teig auskleiden, 20 kalt stellen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Teigböden mehrmals mit einer Gabel einstechen und ca. 15 im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, backen. Herausnehmen, abkühlen lassen. 3. Die Gelatine 5 bis in kaltem Wasser einweichen. In einem Topf 150 ml Portweinsud, übrigen Zucker und die Eigelbe, bei kleiner Hitze unterrühren, erwärmen, bis die Mischung bindet, Klammer auf, nicht kochen lassen, Klammer zu. Die Gelatine ausdrücken und in der warmen Creme auflösen. Abkühlen lassen, bis die Flüssigkeit zu gelieren beginnt. Kernefreiche unterziehen. 4. Die Creme auf die Tartelettböden verteilen. Die Birnenhälften in Spalten schneiden und fächerartig auf der Creme anrichten. Mit den Walnusskernhälften garnieren. Nach Belieben mit Walnusseiscreme servieren. Die Deutschen hatten von jeher ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Kaffee, die einen verdammten den Türken trank musikalisch, die anderen widmeten ihm ganze Kantaten. Der Durchschnittsbürger trank morgens eine Tasse aus der Filtermaschine und ab und zu eine im Café. Aber ja, zu Kuchen gehörte Kaffee untrennbar. In den späten 90ern brachten dann ausgerechnet die Amis neue, Klammer auf, Kaffee, Klammer zu, Kultur in die BRD, Coffee to go wurde der Renner. Zwar erinnern die Pappbecher mit Plastikaufsatz eher an Schnabeltassen, aber nicht nur hippe Großstädter nahmen den Kaffee auf die Hand begeistert an. Vielleicht auch weil es in den Coffee Shops gleich das passende Gebäck gab, Muffins, Donuts, Bagels und Käsekacke, die besten Backimporte aus den USA. In den späten 90ern schwappte die Muffinswelle nach Deutschland. Und Curry-Brettsaft setzte 2000 noch eins drauf. In einer Folge von Sex and the City verzehrte sie in der legendären Magnolia Bakery ein Törtchen mit fluffiger Cremehaube. Danach wollten alle nur noch Cupcakes, immerhin waren die preiswerter, den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Mulden der Muffinform einfetten oder Papierförmchen hineinsetzen. Frische Heidelbeere verlesen, Früchte aus dem Glas abtropfen lassen, TK-Heidelbeere nicht auftauen lassen. Das Mehl mit den Haferflocken, dem Backpulver und dem Natron vermischen. In einer Schüssel das Ei mit den Rührbesen des Handrührgeräts leicht verquirlen. Zucker, Vanille, Zucker, Butter und die saure Sahne dazugeben und alles gut verrühren. Die Mehlmischur zu Eimaße geben und nur so lange rühren, bis die trockenen Zutaten feucht sind. Die Heidelbeeren vorsichtig unterheben, da sich sonst der Teig verfärbt. 3. Den Teig in den Mulden der Form verteilen. Im Ofen 20 bis 5 und backen. Die Muffins herausnehmen und kurz abkühlen lassen, da aus dem Blech lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lasse, mit Puderzucker bestäuben. Mehl mit Backpulver und eine Prise Salz mischen. 150 Gramm Butter, übrigen Zucker und Nusszucker, mit den Rührbesen des Handrührgeräts in 5 hellcremig rühren. Eier einzeln unterrühren. Die Hälfte der Mehlmischung im Wechsel mit der Milch kurz unterrühren, dann die restliche Mehlmischung mit der Sahne. Den Teig in die Mulden der Form verteilen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 25 backen. Die Muffins herausnehmen und kurz abkühlen, essen, dann aus dem Blech lösen und auf einem Kuchengitter unterstrich kühlen lassen. Das Topping, übrige Butter mit Karamellaufstrich in ca. 5 Fl aufschlagen. Den Frischkäse kurz unterrühren. Das Topping J-Unterstrich-En Spritzbeutel füllen und als Tuffs auf die Muffins spritzen. Die Unterstrich Irrkackes jeweils mit 1 karamellisierten Pecannuss verzieren. Für den Teig Mehl auf die Arbeitsfläche 7 und in die Mitte eine Mulde drücken. Zucker, eine Prise Salz und Ei hineingeben. Die Butter in Flöckchen am Rand verteilen. Alles vom Rand aus rasch zu einem glatten Teig verkneten.
in Folie gewickelt circa eine Stunde kalt stellen. 2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, die Tarteform einfetten. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche rund Klammer auf ca. 30 cm 0 Klammer zu, ausrollen. Die Form mit dem Teig auskleiden, dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen. Den Teigboden mit einer Gabel mehrmals einstechen, mit Backpapier belegen und mit den Hülsenfrüchten beschweren. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 15 blind backen, dann in der Form auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Hülsenfrüchte und Backpapier entfernen. 3. Inzwischen für den Belag 2 Limetten heiß waschen, abtrocknen und die Schale fein abreiben. Alle Limetten auspressen, Klammer auf, ergibt ca. 1/41 Saft, Klammer zu. Mit den Rührbesen des Handrührgeräts Limettensaft und Schale mit Eiern, Eigelben, Joghurt, Kräne-Double und Puderzucker zu einer dickschaumigen Creme schlagen. Diese auf dem Mürbeteigboden verteilen. Im Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, bei 180 Grad 30 bis 5 Uhr backen. Dann den Kuchen aus dem Ofen nehmen. 4. Den Backofen auf 220 Grad, Klammer auf, Umluft nicht geeignet, Klammer zu, aufheizen. Für das Baiser die Eiweiße steif schlagen, dabei den Zucker langsam dazu rieseln lassen. Die Baisermasse wolkenartig auf dem Kuchen verteilen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in 2010 min. Zart bräunen. Abkühlen lassen. Es geht auch ohne Baiserhaube, dann die Limepi einfach 10 bis länger im Ofen stocken lassen. Der Kuchen ist fertig, wenn sich die Füllung beim Hin- und Herrütteln kaum mehr bewegt. 104. 6. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, ein Backblech mit Backpapier auslegen, den Zucker im Mixer fein mahlen und mit dem Backpulver mischen in eine Schüssel geben, die Erdnussbutter und das Ei dazugeben und alles mit den Rührbesen des Handrührgeräts hellcremig rühren, Schokolade in ca. 5 mm große Stücke hacken und mit den Händen unterkneten. 2. Vom Teig mit einem Esslöffel gleich große Portionen abnehmen, Klammer auf, ca. 35 Gramm, Klammer zu, mit den Händen zu Kugeln formen und diese leicht flach drücken. Mit etwas Abstand zueinander auf das Blech legen und im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in 12 bis 14 min. Goldbraun backen. 3. Die Cookies herausnehmen und auf dem Blech kurz abkühlen lassen. Dann samt Backpapier auf ein Kuchengitter ziehen und vollständig auskühlen lassen. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Boden der Backform unterstrich gleich, Papier auslegen. Schokolade hacken und mit der Butter über heißen Wasserbad schmelzen. Lauwarm abkühlen lassen. Eier und den Zucker mit den Rührbesen des Handrührgeräts zweischaumig schlagen. Die Schokoladenmischung unter N das Mehl mit Kakaopulver, Backpulver und eine Prise Salz hin und kurz unterrühren. Teig in die Form füllen und glatt streichen. Die Walnusskerne hacken und auf den Teig streuen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 20-2 N, so dass die Oberfläche knusprig, das Innere aber noch weich unterstrich aus dem Ofen nehmen und in der Form abkühlen lassen, dann in Brownie-Stücke schneiden. Jüdische Einwanderer aus Osteuropa brachten den Basel bereits Ende des 19. Jahrhunderts in die USA. Dort wurde der Hefeteigkringel, der erst in Wasser gegart und anschließend gebacken wird, vor allem in Großstädten wie New York der Renner, in süßer Variante mit Zimt und Rosinen oder herzhaft vor allem als New York Basel mit Lachs oder Pastrami belegt. So kam der tolle auf die Hand Imbiss auch ab etwa 2002 in Deutschland in Mode, als Basel-Shops wie Pilze aus dem Boden schossen. Mit Kaffee und anderen To-Go-US-Spezialitäten wie Muffins oder Brownies gerade richtig für alle umtriebigen, kosmopolitisch geprägten Großstadtmenschen. Die Milch lauwarm erhitzen und in eine Rührschüssel geben. Die Hefe dazu bröckeln, eine türkische Lira Zucker dazugeben und alles verrühren, dann ca. 15 zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. 2. Nach dieser Zeit restlichen Zucker, Ei und eine Prise Salz in die Schüssel geben und mit der Hefemilch verrühren. Die Butter dazugeben, das Hemm darüber sieben und alles gründlich mischen. Die Zutaten meint, 10 Mm mit den Händen oder auf der niedrigsten Stufe in der Küchenmaschine mit dem Kneteinsatz kneten. Dann den Teig zugedeckt an einem warmen Ort circa eine Stunde gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.
Brei anschließend den Teig noch einmal kräftig durchkneten und auf eine bemehlte Arbeitsfläche gut fingerdick ausrollen. Mit einem Trinkglas, Klammer auf ca. 8 cm 0 Klammer zu, 16 Kreise ausstechen und jeweils in der Mitte ca. 3×2 cm große Löcher bohren oder ausstechen. Die Teigringe auf ein Brett lege und mit einem Geschirrtuch bedeckt weitere 15 gehen lassen. 4 in einem Topf reichlich Wasser zum Kochen bringen. Den Backofen all 200 Grad vorheizen, ein Backblech einfetten. Teigringe kurz in das Kochen, Klammer auf Wasser tauchen, dann auf das Blech legen. Die eine Hälfte der Basil Sesam, die andere mit Mohn bestreuen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 20 backen. Fertige Basils auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Mit dem World Wide Web rückte die Welt immer näher, vor allem in die eigene Küche, in Blogs und in Communities, tauscht man sich mit anderen Kochfans aus, wie zum Beispiel auf dem schnell wachsenden Chefkochportal. Durchs Netz wird die kulinarische Welt noch weiter und zu einer Fundgrube von einfachen, aber auch ausgefallenen Rezepten aus den entlegensten Winkeln des Planeten. Egal ob französische Croissants, spanische Churros oder Pavlova, die im weit entfernten Australien und Neuseeland als das Mehl in eine Schüssel geben und die Hefe hineinkrümeln. Salz, Zucker, Ei, Milch und 125 ml kaltes Wasser dazugeben. Alles mit den Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine in ca. 5 Minuten zu einem elastischen Teig verkneten. Gut mit Frischhaltefolie Abdecker und 12 Stunden in den Kühlschrank stellen. Butter zwischen zwei Lagen Backpapier zu einer Platte, Klammer auf 20 x 20 cm Klammer zu, ausrollen und abgedeckt, kalt stellen. 2 Dann den Hefeteig auf eine bemehlte Arbeitsfläche legen und abgedeckt eine Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Gegen Ende die Butter platt aus dem Kühlschrank nehmen. 3 Den Teig zu einem Rechteck, Klammer auf ca. 30 x 40 cm Klammer zu, ausrollen und die Butterplatte mittig darauf legen. Überstehenden Teig wie einen Briefumschlag über die Butterplatte falten, dabei die Teigränder gut festdrücken. Für Klammer auf erste Tour den Teig auf wenig Mehl zur doppelten Länge ausrollen. Drittel des Teiges zur Mitte falten, dann das andere Teigdrittel darüber schlagen. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und 20 kalt stellen. Dieses Tourieren und Kühlen noch zweimal wiederholen. 4 Dann den Teig zu einem Rechteck von 30x60 cm ausrollen, längs halbieren und quer in je 10 Dreiecke, Klammer auf mit langen Schenkeln, Klammer zu, schneiden. Jedes Dreieck in der Mitte der kurzen Seite 2 cm einschneiden und von dort aus zur Spitze hin aufrollen, dabei den Einschnitt leicht auseinander und ziehen. Die Enden zusammenbiegen, so dass die typische Croissant-Form entsteht. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen und die Teiglinge darauf legen. Abgedeckt 2 Stunden an einem warmen Ort gehen lassen. 5 Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Teiglinge mit etwas verquirltem Ei bestreichen. Die Croissants im Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in jeweils 15 bis 20 Mi goldbraun backen, Klammer auf, ein Blech nach dem anderen. Klammer zu. Für den Teig in einem Topf 300 ml Wasser mit Zucker und 1/2 Teelöffel Salz aufkochen. Mehl in eine Schüssel geben und unterrühren mit den Rührbesen des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine auf kleiner Stufe, langsam das heiße Wasser einlaufen lassen. So lange weiterrühren, bis ein glatter, cremiger Teig entstanden ist. 2 Das Frittierfett in einem weiten Topf auf 180 Grad erhitzen. Es hat die richtige Temperatur, wenn an einem Holzkochlöffelstiel, den man in das Fett hält, kleine Bläschen hochsteigen. Mehrere kleine Bogen Backpapier, die etwa den Durchmesser des Frittiertopfes haben, mit etwas Frittierfett bestreichen. Den Teig in den Spritzbeutel füllen und in Streifen, Klammer auf ca. 8 cm Klammer zu, auf das Backpapier spritzen. Das Backpapier kopfüber auf das heiße Fett legen, so dass die Teigstreifen hineingleiten können. Das Papier sofort wieder entfernen. Die Churros in 6 bis goldbraun frittieren. 3 Zum Wälzen den Zucker mit dem Vanillemark in einer Schüssel mischen. Die Churros mit dem Schaumlöffel aus dem Fett heben, auf Küchenpapier kurz entfetten und dann sofort in dem Vanillezucker wälzen. Nach und nach die übrigen Teigstreifen auf die gleiche Weise frittieren, entfetten und in dem Vanillezucker wälzen. Einfach perfekt.
Diesen Teig können Sie wunderbar bereits ein paar Stunden vorher zubereiten und bei Zimmertemperatur stehen lassen. Oder Sie spritzen in die Schokolade in Stücke brechen und mit der Butter in Flöckchen in eine Schüssel geben. Über dem heißen Wasserbad schmelzen, dabei gelegentlich durchrühren. Nach Belieben jetzt den Likör unterrühren. Schüssel vom Topf nehmen und die Schokolade leicht abkühlen lassen. 2. Inzwischen den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die Förmchen dünn einfetten und mit Zucker ausstreuen, überschüssigen Zucker herausschütteln. Eier, Eigelb, Vanillemark und Zucker in eine große Schüssel geben. Mit den Rührbesen des Handrührgeräts dick schaumig schlagen, das kann gut 8 bis dauern. Die Masse sollte richtig Volumen gewinnen, fluffig und fast so fest wie Eischnee sein. Lauwarme Schokolade zur Eiercreme gießen, das Mehl darüber stäube und vorsichtig mit einem Teigheber in kreisenden Bewegungen gründlich unter die Eiermasse heben. Schokocreme in die Förmchen füllen, Klammer auf nicht ganz voll machen, Klammer zu und im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 12 bis backen. Die Törtchen sollten ca. 1 cm hoch aufgehen, außen eine leichte feste Crew 5 bilden, innen aber noch cremig flüssig sein. Aus dem Ofen nehmen, besten in den Förmchen auf Teller stellen und sofort servieren. Wer Gäste einlädt, kann die Schokocreme bis zu 8 Stunden im Voraus zubereiten und in die Förmchen füllen. Die Förmchen mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen. Backzeit klein und fein, ein Hauch von weniger ist mehr. Wer etwas auf sich hielt und am Puls der Zeit war, leistete sich ab und an wahre Delikatessen. Und wenn sich einer auf Luxusartikel versteht, sind es die Franzosen, egal ob in der Haute Couture oder Haute Cuisine. Kleine Tartelettes, Petit Fours, Eclairs, kunterbunte Macarons, diese gebackenen Petit-Essen gelten jetzt als der Nier-Cri. Vor allem die Macarons, gefüllte Besema-Krönchen, erlangen Mitte des Jahrzehnts Kultstatus. Vor den Pariser Edelpatisserien von Pierre Hiem 6 oder La Dure stehen japanische Touristen schlangenweise an. Und in Deutschland versuchen sich Konditoren und Hobbybäcker an dem hauchzarten Edelgebäck. Für die Ganache die Kuvertüre fein hacken und über dem heißen Wasserbad schmelzen. Die Sahne mit dem Lebkuchengewürz aufkochen. Mit der Kuvertüre in eine Schüssel geben und mit den Rührbesen des Handrührgeräts zu einer glatten Creme verrühren. Zugedeckt meint, 6 Stunden, am besten über Nacht, kalt stellen. 2. Für das Baiser die Mandeln und den Puderzucker in einem Blitzhacke fein mahlen, anschließend 7. Das Eiweiß mit den Rührbesen des Handrührgeräts anschlagen, dabei langsam den Zucker einrieseln lassen, in ca. 8 zu Eischnee schlagen, dabei wenig Lebensmittel-1 hinzufügen. Den Eischnee unter die Mandelmischung heben und die Masse in den Spritzbeutel füllen. 3. Ein Backblech mit Backpapier oder Silikonbackmatte auslegen. Den Teig in 24 gleich großen Tupfen auf das Blech spritzen. Die Macaronschalen ca. 30 trocknen lassen. Dann den Backofen auf 160 Grad vorheizen und die Macaronschalen im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 13 backen. Herausnehmen mit dem Backpapier oder Silikonmatte, vom Blech ziehen und ca. 10 abkühlen lassen. 4. Die Ganache auf 12 Macaronschalen auftragen. Die übrigen Schalen darauf setzen und leicht andrücken. Die Lebkuchen-Macarons in eine luftdicht schließenden Box meint, 12 Stunden kalt stellen. Den Backofen auf 150 Grad vorheizen, ein Backblech mit Backpapier auslegen. Für das Baiser eine Rührschüssel mit Zitronensaft ausreiben. Die Eiweiße mit einer Prise Salz in die vorbereitete Schüssel geben und mit den Rührbesen des Handrührgerätes steif schlagen. Nun unter weiterem Schlagen den Zucker einrieseln lassen, bis die Masse fest und glänzend ist. 1. Die Eischneemasse in die Mitte des Backblechs häufen und dann zu einem großen Kreis, Klammer auf, ca. 25 cm 0 Klammer zu, verstreichen, dabei sollte der Rand etwas höher sein. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 1 Stunde 10 bis 1 Stunde 20 backen. Das Baiser für die Pavlova sollte außen schön knusprig sein, innen aber noch einen weichen Kern haben. Herausnehmen und auskühlen lassen. 3. Für die Füllung die Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Kern schneiden und klein würfeln. Die Passionsfrüchte aufschneiden und das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel aus den Schalen lösen. Die Erdbeeren waschen, putzen und halbieren.
Physalis putzen, waschen und eventuell halbieren. Ananas schälen und in kleine Würfel schneiden. Alles vermischen. 4 die Sahne kurz mit den Rührbesen des Handrührgeräts durchrühren. Den Vanillezucker und Sahnefestiger dazugeben und die Sahne steif schlagen. Joghurt mit einem Teigschabe vorsichtig unterheben. Die Sahnemasse auf dem Baiser verteilen und darauf dann die Früchte, Basilikum darüber streuen. Die Exoten-Pavlova unbedingt sofort servieren, damit sie nicht durchweicht. 13 für den Teig in einer Aasschüssel die 1 Löffel in 250 Grad lauwarmen Wasser auflösen. Mehl, Mandeln, Zucker und 1 kleine Prise Salz hinzufügen. Alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig in 4 Stücke teilen und jeweils zu einer Kugel formen. Mit einem Geschirrtuch bedecken und an einem warmen Ort circa eine Stunde gehen lassen. 1 inzwischen TK-Himbeeren mit Puderzucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze erst auftauen, dann circa 10 leise kochüblen Beeten pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Die Einliebersoße abkühlen lassen. Mozzarella-Kugeln halbieren. 3 Backofen auf 250 Grad vorheizen, Backblech mit Backpapier auslegen. Die Feigkugeln auf einer bemehlten Aspreizfläche zum Munden flachen. Y-Laden ausrollen. Die E-Laden auf das Blech legen, mit der Himbeersoße bestreichen, mit dem Mozzarella belegen und dann braunen, Zucker bestreuen. Pizzen im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, circa 8 Minuten. Backen. 4 die frischen Beeren waschen und putzen, Erdbeeren in Scheiben schneiden. Beeren mit Inettensaft und Puderzucker aromatisieren. Basilikum-Ableiter eventuell in feine Streifen schneiden. Pizzen. Aus dem Ofen nehmen, mit den Beeren belegen, mit Basilikatube streuen und sofort servieren. Auch wenn viele fürchteten, durch die Einführung des Euro nur noch kleine Brötchen backen zu können, der Trend zu winzigen Portionen Fingerfood, Mini-Törtchen und Muffins war keineswegs ein Zeichen von Einschränkung und Mangel. Eher im Gegenteil, man konnte sich Luxus zumindest im Kleinen leisten. Essen diente in erster Linie nicht zur Sättigung, Genuss trat in den Vordergrund. Und der Geschmack der Deutschen wurde immer exquisiter, Schaumsüppchen im Schottglas. Die Limetten heiß waschen, abtrocknen und die Schale von 4 Limetten fein abreiben. Limettenschale mit Cashewkernen, 70 Gramm Kokosraspeln, Feigen, 2 Esslöffel Kokosöl, 1 Esslöffel Agavendicksaft, 1,5 Teelöffel gemahlene Vanille und eine Prise Salz in einem Mixer pürieren, bis eine klebrige Masse entsteht. Die Masse mit feuchten Händen auf den Boden der ungefetteten Form drücken. Kalt stellen, bis die Avocado-Creme fertig ist. 2 die Avocados halbieren und entsteinen, das Fruchtfleisch mit einem Esslöffel aus den Schalen heben, die Schale der restlichen Limetten fein abreiben und den Saft aller Limetten auspressen. 3 Avocados Limettenschale und Saft, übrigen Agavendicksaft, restliche Vanille, Zimt und Kokoscreme in eine Rührschüssel geben und mit dem Pürierstab fein pürieren. Zum Schluss das restliche Kokosöl mit einem Löffel unterrühren. 4 die Avocado-Creme auf die kalte Masse in der Form geben und gleichmäßig verteilen. Die Avocado-Limetten-Torte meint, 8 Stunden, Klammer auf, am besten über Nacht, Klammer zu, in den Kühlschrank stellen und fest werden lassen. Dann mit den übrigen Kokosraspeln verzieren. Für den Teig rote Beeten waschen, in einem Topf mit reichlich Wasser aufkochen und in K50 weich kochen. Dann die Knollen schälen, klein würfeln und pürieren. Schokolade in Stücke brechen, mit dem Öl in eine kleine Schüssel geben und über einem heißen Wasserbad schmelzen. 2 den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Boden der Springform mit Backpapier auslegen, den Rand einfetten. Eier trennen. Eiweiße und eine Prise Salz steif schlagen. Eigelbe mit Dicksaft verrühren, Schokolade und rote Beete Püree unterrühren. Mandeln, Stärke und Eischnee, unter die Schokomasse heben, den Teig in die Form füllen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 45 bis backen. Heraus Tee nehmen, Kuchen in der Form auskühlen lassen, aus der Form lösen. 3 für die Creme die Schokolade in Stücke brechen und über dem heißen Wasserbad schmelzen. Mascarpone mit Vanillezucker und Schokolade glatt verrühren. Sahne steif schlagen, Mascarpone-Creme löffelweise unterrühren. 4 Kuchen zweimal waagerecht durchschneiden, einen Boden auf eine Platte legen, ein Drittel der Creme darauf verteilen,
zweiten Boden auflegen, wieder ein Drittel Creme darauf geben, dritten Boden auflegen und restliche Creme darauf verteilen. Kuchen im Kühlschrank meint, 2 Stunden, durchziehen lassen, vor dem Servieren mit den Beeren garnieren. Klammer auf, wer mag, kann auch etwas mehr rote Beete garen und dann klein gewürfelt als Garnitur verwenden. Klammer zu, für den Teig, 2 rote Beeten, Klammer auf, ca. 300 g, Klammer zu, 200 g Zartbitterschokolade, Klammer auf, höchstens 50-60% Kakaoanteil, Klammer zu, 3 Esslöffel Olivenöl, 5 Eier, Klammer auf, M, Klammer zu, Salz, 3 Esslöffel Agavendicksaft, 200 g gemahlene Mandeln, 50 g Speisestärke für die Creme, 100 g weiße Schokolade, 250 g Mascarpone, 1 pck Vanillezucker, 500 g Sahne aus Erdem, Backpapier und Fett, für die Form 2 Handvoll gemischt Beeren zum Garniere, Klammer auf, zum Beispiel Himbeeren und Heidelbeeren, Klammer zu. Health Food und provokative Völlerei erscheinen in diesem Jahrzehnt als 2 sich kontrastierende Ernährungstendenzen. Trendsetter wie Christina Tosi verbinden beides mit Augenzwinkern, so stammt von der Gründerin der berühmten New Yorker Momofuku Milk Bar auch die Idee der Naked Kakes aus gesunden Zutaten, die sich nicht unter viel Creme oder Fond verstecken, sondern sich als Natural Beauties präsentieren. Hier denkt keiner an dröge Körnerbackstube. Im Gegenteil, um in den Genuss einer ihrer nackten Hochzeitstorten zu kommen, wäre so manche Hollywood-Größe fast bereit, ihren zukünftigen zu opfern. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen, für den Teig Kürbis halbieren, entkernen und auf ein Backblech legen. Im Ofen, Klammer auf, Mitte Klammer zu, 35 bis backen, bis das Kürbisfleisch schön weich ist. Den Kürbis aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Dann das Kürbisfleisch mit einem Löffel von den Schalen schaben, Klammer auf, es müssen 200 Gramm Fruchtfleisch sein, Klammer zu. 2. Den Backofen auf 180 Grad zurückschalten. Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen. Eier trennen. Eiweiße und eine Prise Salz mit den Rührbesen des Handrührgeräts steif schlagen. Eigelbe mit Agavendicksaft, Kürbisfruchtfleisch und Orangenschale cremig schlagen. Eischnee dazugeben, Mehl und Backpulver, darüber sieben. Alles locker unter die cremige Masse heben. 3. Den Teig in die Form füllen und glatt streichen. Im Ofen, Klammer auf, Mitte Klammer zu, ca. 15 backen. Herausnehmen und den Biskuit in der Form auf einem Kuchengitter kurz abkühlen lassen, dann aus der Form lösen und auskühlen lassen. 4. Für den Belag die Avocados halbieren, die Kerne entfernen. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus den Schalen lösen und klein würfeln. Mit Zitronensaft, Puderzucker und Mascarpone in einem Mixer oder mit einem Pürierstab fein zerkleinern. Sahne steif schlagen und unterheben. Die Avocado-Creme locker auf dem Kürbisbiskuit verteilen. Die Erdbeeren samt dem Grün abbrausen, trocken tupfen, eventuell halbieren und leicht in die Avocado-Creme drücken. Für die Creme die Datteln in 100 ml Wasser 5 bis 6 Stunden einweichen. Danach das Wasser abgießen und auffangen, Datteln mit 3 bis 4 Esslöffel Einweichwasser fein pürieren. Die Cashewkerne in einer Schüssel mit Wasser bedecken und meint 4 Stunden einweichen, dann in einem Sieb abspülen und abtropfen lassen. 2. Für die Böden den Buchweizen in einem Nussmilchbeutel mit Wasser bedeckt meint 4 Stunden einweichen. Dann in ein Sieb abgießen, abspülen und bei Zimmertemperatur ca. 4 Stunden abtropfen lassen. 3. Das Kokosöl und die Kakaobutter in einem warmen Wasserbad schmelzen. Die Haselnüsse im Blender cremig mixen und in eine Schüssel geben. Die Cashewnüsse mit 40 ml Wasser und dem Agavendicksaft im Blender fein pürieren. Die Haselnusscreme, 50 Gramm Dattelpüree und alle übrigen Zutaten für die Creme untermixen. Die Kokosöl-Kakaobuttermischung unter ständigem Mixen langsam einfließen lassen. Die Nougat-Creme in den Einwegspritzbeutel füllen und im Kühlschrank in Mind 10 Stunden fest werden lassen. 4 Buchweizen, Walnüsse und Paranüsse im Blitzhacker fein mahlen. Die Nussmischung mit Kokosmehl, Agavendicksaft und Salz verkneten. Die Tartelettförmchen mit Frischhaltefolie auslegen. Teig in 8 Portionen teilen und jeweils in einem Förmchen zu einem Boden mit Rand andrücken. Die Böden im Backofen bei 50 Grad, Klammer auf, Mitte, Umluft verwenden.
Klammer zu, und leicht geöffneter Ofentür ca. 2 Stunden oder im Dörrgerät bei 42 Grad ca. 3 Stunden trocknen lassen, herausnehmen und 30 abkühlen lassen, dann die Tartelettböden aus den Formen heben und die Folie entfernen. Die Nougat-Creme in die Tartelets spritzen. Im Kühlschrank sind die Nuss-Tartelets ca. eine Woche haltbar. Der Grund macht es, 25 Gramm Haselnusskerne, 2 Esslöffel Kokosblütenzucker, 1,5 Teelöffel gemahlene Vanille und eine Prise Salz im Blitzhacker zerkleinern mit 1,5 Teelöffel Agavendicksaft verrühren und auf die gefüllten Tartelets streuen. Den Croissant-Teig aus der Packung nehmen und auseinanderrollen, dabei anhaftendes Mehl mit einem Pinsel entfernen. Die Teigplatten aufeinanderlegen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck, Klammer auf 60 x 25 cm Klammer zu, ausrollen. Das linke und rechte Teigdrittel leicht mit Wasser bepinseln und zur Mitte zusammenklappen, so dass fast ein Quadrat, Klammer auf 20 x 25 cm entsteht, Klammer zu, leicht festdrücken. Den Teigblock eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. 2. Das Öl in einem weiten Topf oder in der Fritteluse auf 180 Grad erhitzen. Es ist heiß genug, wenn sich an einem Holzstäbchen, das man ins Fett taucht, sofort kleine Bläschen entstehen. 3. Mit dem großen Ausstecher 6 Kreise aus dem Teig ausstechen. Dann aus den Teigkreisen mit dem kleinen Ausstecher mittig jeweils ein Loch ausstechen. Je 3 Teigringe im heißen Öl 2 bis frittieren, bis sie aufsteigen und goldbraun sind, nun wenden und weitere 2 bis frittieren, mit einem Schaumlöffel herausheben und auf Küchenpapier entfetten, abkühlen lassen, 4 die Beeren bei Bedarf kurz abbrausen und behutsam trocken tupfen, die Johannisbeeren mit einer Gabel von den Rispen streifen, die Marshmallowcreme in den Spritzbeutel füllen. 5. Die Kronuts waagerecht durchschneiden und auf jeden Boden einen Ring aus Marshmallowcreme spritzen. Die Cremeringe mit den Beeren belegen, dabei einige Beeren für die Deko zurückbehalten. Die restliche Marshmallowcreme darauf spritzen, dann die Deckel wieder auflegen und leicht andrücken. Den Zuckerguss nach Packungsangabe im Beutel durchkneten und die Oberseite der Kronuts damit glasieren. Mit den restlichen Beeren dekorieren. 236. 23/2013 stand ganz New York Schlange. In Dominique Ansels Bäckerei wurden die von ihm erfundenen Kronuts nur limitiert herausgegeben, höchstens 3 pro Kunde. So riesig war der Run auf die frittierten, cremegefüllten Plunderteigkringel. Was brachte figurbewusste Großstädterinnen dazu, freiwillig in derartige Kalorienbomben zu beißen? Eine Antwort liefert das Netz. Dort ploppte zeitgleich ähnliches Vollfettfood auf, beispielsweise unter Käse begrabene Pizzen oder mit massig Vanilleeis gefüllte öltriefende Churros. Als Gegentrend und Protest gegenüber Vegankost, Altfood und gesunden Verzichtdiäten manifestierte sich Foodporn, Klammer auf Wunsch, Klammer zu, Bilder von sündig zügellosem Fressen. Eine Peepshow mit den wildesten Paarungen, auf den aus Croissant und Donut, gekreuzten Kronut, Klammer auf einmal zurück den Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Mulden der Muffinform gründlich einfetten, den Croissant-Teig aus der Packung nehmen und auseinanderrollen, dabei das anhaftende Mehl mit einem Pinsel entfernen, die Teigplatten an den langen Seiten leicht überlappend aneinanderlegen, so dass ein großes Rechteck entsteht. 2. Den Zucker und Zimt vermischen und 2 Drittel davon auf den Teig streuen. Das Teigrechteck von einer langen Seite her aufrollen und die Rolle in 6 gleich große Stücke schneiden. 3. Die Teigstücke mit einer Schnittseite nach oben in die Muffinmulden setzen und mit dem restlichen Zimtzucker bestreuen. Die Gruffins im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, in 20 bis 25 min. Goldbraun backen. Herausnehmen und kurz abkühlen lassen, dann aus dem Blech lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen, mit Puderzucker bestäuben. Gruffins gibt es auch noch anders, den Croissant-Teig wie oben beschrieben aus der Packung nehmen und zu einem Rechteck auslegen. Dann entweder mit 140 Gramm Apfelmus bestreichen und mit 3 Esslöffel Rosinen eine türkische Lira Zimtpulver und 30 Gramm Zucker bestreuen. Oder aber 125 Gramm Himbeeren und 40 Gramm Schokoraspel auf dem Teig verteilen, so
so oder so das Teigrechteck aufrollen und in 6 Stücke schneiden, in die Form setzen und im 200 Grad heißen Backofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 20 bis 5 backen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Donutform einfetten. Für den Teig Zucker, Vanillezucker und Ei in einer Schüssel mit dem Rührbesen des Handrührgeräts in 2 schaumig schlagen. Buttermilch und Butter dazugeben und langsam einrühren. Mehl, Backpulver und eine Prise Salz dazugeben und alles zu einem glatten Teig verrühren. 2. Den Teig in den Spritzbeutel füllen und die Mulden der Form spritzen. Im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 15 backen. Herausnehmen und kurz abkühlen lassen, dann aus dem Blech lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 3. Für den Guss den Puderzucker mit dem Zitronensaft zu einem dicken Zuckerguss verrühren, Klammer auf, eventuell weniger Saft verwenden, Klammer zu. Die Masse so auf 3 Schüsseln verteilen, dass eine große und 2 kleine Portionen entstehen. Die große Portion mit Lebensmittelfarbe kräftig blau einfärben, die anderen beiden Portionen lila und pink. 4. Den blauen, lila und pinken Zuckerguss vorsichtig zusammen in eine Schüssel geben, dabei keinesfalls mischen. Nach und nach die Oberseiten der Donuts in den Zuckerguss tauchen und leicht darin drehen, so dass sie ein bisschen von allen Farben abbekommen. Den Guss 30 trocknen lassen. 2. Den Backofen auf 160 Grad vorheizen, 2 Backbleche mit Backpapier auslegen. Für den Teig die Butter mit dem Puderzucker hellcremig rühren. Nacheinander Ei, Buttermilch und so viel Lebensmittelfarbe einrühren, bis die Masse kräftig rot ist. Mehl, Kakao und Backpulver mischen und zügig unterrühren. 2. Den Teig in den Spritzbeutel, Klammer auf, ohne Tülle, Klammer zu, füllen und mit ausreichend Abstand 30 Teighäufchen auf die Bleche spritzen. Nacheinander im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, jeweils ca. 15 backen. Herausnehmen und vollständig auskühlen lassen. Spritzbeu für die Füllung die Zitrone heiß waschen und abtrocknen, die Schale fein abreiben, 1 Esslöffel Saft auspressen. Beides mit Quark und Puderzucker verrühren. Die Creme in den Spritzbeutel mit Tülle füllen und auf die Unterseite von 15 Wopi-Hälften spritzen. Mit den restlichen Wopi-Hälften zusammensetzen. So richtig Red Velvet, backen Sie die Wopi-Hälften nur so lange, bis sie bei sanftem Fingerdruck leicht zurückfedern. Bleiben die Hälften nämlich zu lange im Ofen, überdeckt die zunehmende Gebäckbräunung die Rotfärbung. DEN-Teig 00G weiche Butter 100G Puderzucker 1 Ei Klammer auf M Klammer zu 100ml Buttermilch flüssige rote Lebensmittelfarbe 190G Mehl 1 Esslöffel Kakaopulver 11 Zweitel Teelöffel Backpulver 26 Die Mokka-Schokolade in Stücke brechen. Mit der Butter in den Becher geben und in der Mikrowelle bei 600 Watt in ca. 30 Sekunden schmelzen lassen. Mit einer Gabel oder einem Mini-Schneebesser glatt rühren. Bei Bedarf wiederholen. 2 Zucker, Creme Double Ei und Krokant dazugeben und sorgfältig mit der Schokobutter verrühren. Anschließend den Rum und die Schokoladentropfen oder Stücke unterziehen. 3. Das Mehl in den Becher geben und das Backpulver darauf streuen. Zuerst das Backpulver leicht mit dem Mehl vermischen, dann alles zu einem glatten Teig verquirlen. 4. Den Becher in die Mikrowelle stellen und den Teig bei 600 Watt ca. 30 Sekunden backen, bis die Oberfläche fest ist. Den Becher herausnehmen und den Kuchen mit Schokoladenpulver bestäuben. Nach Belieben die Trüffelkugel darauf legen. Wenige Minuten nach dem Backen oder noch warm genießen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Für den Teig die Butter schmelzen. Ei, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz mit dem Rührbesen des Handrührgeräts in ca. 5 schaumig schlagen. Mehl mit Backpulver mischen und einrühren. Die flüssige Butter und den Joghurt gut unterrühren. 2. Den unteren Teil der Backform auf ein Backblech stellen, den Teig mit 2 Teelöffeln in die Mulden füllen und die Form mit dem Deckel verschließen. Den Teig im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 20 backen. Die Form herausnehmen und 5 abkühlen lassen. Dann den Deckel abnehmen und die Kacke-Pops aus den Mulden drücken. 3. Für die Garnitur die Kuvertüre hacken und in einer Tasse im heißen Wasserbad schmelzen.
Kacke, Popstiele oder Holzstäbchen ca. 1 cm tief eintauchen, in die Kacke-Pops stecken und diese 15 kühlen. 4. Die Milch leicht erwärmen, mit dem Puderzucker zu einer dickflüssigen Glasur verrühren und diese dritteln. Eine Portion mit einigen Tropfen roter, die zweite mit einigen Tropfen gelber und die dritte mit einigen Tropfen grüner Lebensmittelfarbe verrühren. Kacke-Pops einzeln in je eine Glasur tauchen, den Überschuss durchdrehen der Stiele oder Stäbchen, abtropfen lassen, mit Dekor-Konfetti bestreuen und trocknen lassen. Besonders gut deckt eine Eiweißglasur, dazu eins ganz frisches Eiweiß halb steif schlagen. 200 Gramm Puderzucker und eine türkische Lira Zitronensaft nach und nach einrühren, bis eine dicke, glänzende Glasur entsteht. Die Kacke-Pops einzeln hineintauchen und den Überschuss abtropfen lassen. Mit bunten Zuckerstreuseln bestreuen und trocknen lassen. 244. Den Boden der Springform mit Backpapier auslegen. Dann die Form rundherum so in Alufolie einwickeln, dass der Spalt zwischen Boden und Rand möglichst fest verschlossen ist. Den Rand der Backform einfetten, 2. Die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Mark und Schote mit der Milch in einen Topf geben und kurz aufkochen. Vorherd nehmen und beiseite stellen. 3. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in einem Topf bei kleiner Hitze schmelzen. Eier trennen. Die Eiweiße steif schlagen. Eigelbe und Zuckklammer auf mit den Rührbesen des Handrührgeräts in 3 cremig schlagen. Die Butter zur Eizuckermasse geben und kurz einrühren. 4 Vanilleschote aus der Milch entfernen. Milch mit Mehl und eine Prise Salz zur Eigelbcreme geben. Kurz durchrühren, bis alle Zutaten gut vermischt sind. Den Eischnee dazugeben und mit dem Teigschabe vorsichtig nur unvollständig unterheben. Klammer auf, nicht wundern, der Teig hat eine ungewöhnlich flüssige Konsistenz, es sollen Eiweißflocken zu sehen sein. Klammer zu, 3. Den Teig in die Form füllen und im Ofen, Klammer auf unten, Klammer zu, 40 bis 5 und backen, bis der Rand und die Oberfläche des Kuchens goldbraun sind und sich in der Mitte eine Art Puddingschicht gebildet hat, Klammer auf, der Kuchen fühlt sich darum auch am Ende der Backzeit noch weich an, Klammer zu. Herausnehmen und Klammer auf, den Magic Kacke meint. 1-2 Stunden kalt stellen. Vor dem Anschneiden Natsch belieben noch mit Puderzucker bestäuben. Für die Deko die Fonds weich kneten und ca. 5 mm dick ausrollen. Je ein Herz ausstechen, auf ein Stück Wickeldraht stecken und 3 Stunden trocknen lassen. 2. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Böden der Formen mit Backpapier auslegen, Ränder einfetten. Für den Teig alle Zutaten verrühren, Klammer auf, siehe Seite 272, Klammer zu. Den Teig in 6 Portionen teilen und jeweils mit einer Lebensmittelfarbe einfärben. Die ersten beiden Teige in die Formen füllen, glatt streichen und im Ofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, 30 bis 5 und backen. Die Kuchen leicht abgekühlt aus den Formen lösen und auskühlen lassen. Die übrigen Teige ebenso backen. 3. Für die Käsecreme Passionsfrüchte halbieren, Fruchtfleisch rauskratzen und durch ein Sieb streichen, dabei 40 ml Saft auffangen. Mit Frischkäse Mascarpone und Puderzucker verrühren. Die Sahne steif schlagen und vorsichtig unter die Creme heben, ca. 30 kühlen. Dann die Kuchenböden mit der Käsecreme bestreichen und in den Regenbogenfarben aufeinander stapeln. Die Torte auf das Kackeboard setzen und auf den Drehteller stellen. 4. Für die Buttercreme Butter, Vanilleextrakt und Puderzucker zu einer streichfähigen Creme verrühren. 6 Esslöffel davon beiseite stellen, übrige Creme in 7 Portionen teilen. 2 Portionen zusammennehmen und rot einfärben, die restlichen Portionen in je einer weiteren Farbe färben. Die Torte rundherum mit einer dünnen Schicht der ungefärbten Buttercreme einstreichen. Dann die Oberseite mit roter Buttercreme glatt bestreichen. Torte ca. 1 Stunde kalt stellen. 3. Die farbigen Buttercremes in die Spritzbeutel füllen. Nacheinander in jeder Farbe eine Rüschenreihe um den Tortenrand spritzen, dabei unten mit Lila beginnen. Mit roter Buttercreme abschließen und auch die Oberfläche mit roten Rüschen verzieren. Die Fondherzen in die Torte stecken und zum Schluss den Dekorzucker aufstreuen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Böden der Formen mit Backpapier auslegen, Ränder einfetten.
Für den Teig alle Zutaten verrühren, Klammer auf, siehe Seite 273, Klammer zu. Den Teig in die vorbereiteten Formen füllen und im Ofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, 25 bis backen. Auskühlen lassen, aus den Formen lösen. Inzwischen für die Garnitur Butter und Vanilleextrakt cremig rühren. Puderzucker nach und nach dazu sieben und weiter rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Creme kühl stellen. 2 vom oberen Teil des größten Bodens einen Keil, Klammer auf, 3 cm hoch, Klammer zu, schräg zur Seite hin abschneiden, dabei in der Mitte ansetzen. Keil oben mit etwas Konfitüre einstreichen, umdrehen und so wieder auf den Tortenboden setzen, dass die Schräge verstärkt wird. Boden der mittleren Form auflegen, mit einem Holzstäbchen anzeichnen. Kreis 1 bis 2 cm tief ausschneiden, dabei an der höheren Stelle der Torte tiefer schneiden, um eine waagerechte Schnittfläche zu erhalten. Mittleren Boden ebenso zuschneiden, dabei die kleine Form als Schablone verwenden. Vom dritten Boden nur den Keil abschneiden, schräg aufsetzen. 3 alle Tortenböden waagerecht halbieren, mit übriger Konfitüre einstreichen, mit etwas Buttercreme füllen, zusammensetzen. Rundherum dünn mit Creme einstreichen. Vorn weich kneten, 3 bis 4 mm dick ausrollen und die Böden damit einschlagen, den 20 cm Boden mit der weißen, den 15 cm Boden mit der gelben und den 10 cm Boden mit der rosa Vorhandplatte. 4 Holzstäbchen in die ausgeschnittenen Kreise der ersten und zweiten Etage stecken, kürzen. Alle Etagen zusammensetzen, dabei je 1 bis 2 Esslöffel Buttercreme als Kleber verwenden. Aus dem grünen und blauen Vorhanddreiecke ausstechen und mit Buttercreme um den Rand der ersten Etage kleben. Bunte Kreise ausstechen, auf Holzstäbchen stecken und diese auf unterschiedliche Längen kürzen. Übrige Buttercreme gelb einfärben, in den Spritzbeutel füllen und rundherum kleine Tuffs auf die Nahtstellen der Etagen spritzen. Die Stäbchen mit den Kreisen in die oberste Tortenetage stecken. 1. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Schüsseln einfetten und mit Mehl ausstäuben. Für den Teig Butter, eine Prise Salz, Zucker und Vanilleextrakt, hellcremig rühren. Eier einzeln einrühren. Mehl und Backpulver darüber sieben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in die Schüsseln füllen, glatt streichen und im Ofen, Klammer auf, Mitte, Klammer zu, 45 bis backen. Herausnehmen, leicht abgekühlt aus den Schüsseln lösen und ganz auskühlen lassen. 2 von beiden Kuchen an der geraden Seite eine dünne Scheibe abschneiden und so begradigen. Die Kuchen dann vorsichtig mit einem Löffel aushöhlen, dabei einen 4 bis 5 cm breiten Rand stehen lassen, damit die Torte stabil bleibt. 3 für die Buttercreme die Himbeeren verlesen, waschen und trocken tupfen. Die Beeren dann pürieren. Das Himbeerpüree mit Butter, Vanilleextrakt und Lebensmittelfarbe cremig rühren. Den Puderzucker nach und nach darüber sieben und rühren, bis eine streichfähige Creme entsteht. 4 einen Kuchen mit der Wölbung nach unten auf ein Brett setzen und mit den Schokolinsen befüllen. Dann den oberen Kuchenrand mit Buttercreme bestreichen und den zweiten Kuchen mit der Rundung nach oben darauf setzen, so dass eine Kugel entsteht. Die Torte auf eine Tortenplatte setzen, rundum gleichmäßig mit Buttercreme einstreichen und circa eine Stunde kalt stellen. Dollar für die Deko die Wimpelkette an die Holzstäbchen binden, die Stäbchen in die Torte stecken und die Wimpelkette so aufspannen. Die Kerzen in die Torte stecken. CAKE Pops aus Kuchenresten, abgeschnittene Kuchenscheiben und den ausgehöhlten Teil zerkrümeln, mit 100 Gramm Frischkäse vermengen, zu kleinen Kugeln rollen und auf Kacke-Pop-Stiele stecken. Die Pops mit 125 Gramm geschmolzener Schokolade überziehen, trocknen lassen und nach Wunsch verzieren. Die Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie zu duften beginnen, beiseite stellen und abkühlen lassen. Fenchelsamen und Korianderkörner ebenso anrösten, bis sie zu duften beginnen, herausnehmen und abkühlen lassen. Die Samen dann in einem Mörser zerstoßen. 2 Leinsamen und Mandelmehl, Cheasamen, Lein- und Flohsamen, Sesam, Meersalz und Backpulver in einer großen Schüssel gut mischen. Fenchel, Koriander, Sonnenblumenkerne, Apfelessig und Mineralwasser dazugeben und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem Teig verkneten.
abgedeckt an einem warmen Ort circa eine Stunde ruhen lassen, so dass das Wasser aufgesogen wird und ein gebundener Teig entsteht. 3. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, die Kastenform mit Backpapier auslegen. Der Brotteig muss richtig fest sein, andernfalls einfach noch etwas Flohsamen unterrühren. Den Teig in der Form verteilen und das Brot 55 bis im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, backen. Mit einem Holzstäbchen prüfen, ob das Brot gar ist und eventuell die Backzeit verlängern. 4. Das Brot aus dem Backofen nehmen und 15 bis auskühlen lassen, dann vorsichtig mit einem Teigschaber lösen, aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Die Butter in einem Topf schmelzen, abkühlen lassen. Milch mit 100 ml lauwarmem Wasser, 1/2 Teelöffel Salz, Zucker und Hefe in einer großen Schüssel verrühren, bis der Zucker aufgelöst ist. Das Ei, die Butter und beide Mehlsorten dazugeben und alles mit den Knethaken des Landrührgeräts verkneten. Den Teig auf eine Arbeitsfläche geben und weiter kneten, bis er nicht mehr klebt und gut zusammenhält. Eventuell etwas mehr Mehl einarbeiten. 2. Die Schüssel säubern und mit Olivenöl einfetten. Den Teig zu einer Kugel rollen und in die Schüssel geben. Mit Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen. 3. Die Mini-Mozzarella abtropfen lassen und in ein wenig Mehl wenden. Den Teig in 15 gleich große Portionen teilen und zu Kugeln rollen. Die Teigkugeln flach drücken und je 1 Mini-Mozzarella in die Mitte legen. Den Teig um den Mozzarella schließen und mit der Verschlussseite nach unten erneut zu Kugeln rollen, bis sie fest verschlossen sind. 4. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Einen Kreis aus 6 Teigkugeln in die Mitte des Backblechs legen. 3 weitere Kugeln darauf verteilen, eine Kugel in die Mitte legen. Die übrigen Teigkugeln außen um den Kreis legen, dabei immer ein wenig Abstand zwischen den Kugeln lassen. Mit Frischhaltefolie abdecken und erneut 40 gehen lassen. 5. Den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Das Brot mit Olivenöl einpinseln und mit Oregano bestreuen. Im Ofen, Klammer auf unten, Klammer zu, in 35 min. Goldbraun backen. 1. Die Eier in einer großen Schüssel verquirlen. Die Knoblauchzehen schälen und durch die Presse zu den Eiern drücken. Milch lauwarm erhitzen und mit 60 ml lauwarmem Wasser und den übrigen Zutaten, Klammer auf bis auf den Parmesan, Klammer zu, ebenfalls in die Schüssel geben. Alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem Teig verkneten. Teig auf eine Arbeitsfläche geben und 5 bis weiter kneten, bis er nicht mehr klebt und gut zusammenhält. 1. 2. Die Schüssel säubern und mit Olivenöl einfetten. Den Teig zu einer Kugel rollen und in die Schüssel geben. Mit Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort eine Stunde 30 gehen lassen. 3. Die Kastenform mit Olivenöl einfetten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rechteckig knapp 1 cm dick ausrollen, dann in gleich große Quadrate, Klammer auf ca. 7 x 7 cm Klammer zu, schneiden und in 3 bis 4 Stapeln aufeinander setzen. Diese Stapel nebeneinander in die Form setzen mit den Schnittkanten nach oben, locker mit Frischhaltefolie abdecken und noch einmal 30 gehen lassen. 4. Den Backofen auf 190 Grad vorheizen. Den Teig mit wenig Olivenöl bestreichen und mit dem Parmesan bestreuen. Die Form in den Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, schieben und das Brot 25 bis backen. Mehl, Trockenhefe, eine türkische Lira Salz und 360 ml lauwarmes Wasser in einer großen Schüssel mit einem Kochlöffel zügig zu einem glatten, zähflüssigen Teig verrühren. Den Teig mit Frischhaltefolie abdecken und 18 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen. Danach ist der Teig sehr weich und klebrig. 2. Die Teigränder mit einer Teigkarte mehrmals nach innen falten. Ein Geschirrtuch dick mit Mehl bestreuen. Den Teig auf eine Hälfte des Tuchs geben und die Teigränder wieder zur Mitte falten. Den Teig dann großzügig mit Mehl bestäuben und mit der anderen Hälfte des Tuchs abdecken. Den Teig nochmals circa eine Stunde gehen lassen. 3. Den Backofen auf 250 Grad vorheizen, dabei den Bräter oder Topf samt Deckel mit aufheizen. Bräter oder Topf aus dem Ofen nehmen und den Teig vom Geschirrtuch hineinstürzen.
den Deckel wieder auflegen und den Bräter oder Topf in den Ofen, Klammer auf, zweite Schiene von unten, Klammer zu, schieben. Das Brot 30 backen, dann offen in ca. 10 fertig backen. 4 Zuletzt die Stäbchenprobe machen, mit einem Holzstäbchen an der dicksten Stelle des Brotes tief einstechen, kurz warten und Stäbchen herausziehen. Haftet noch Teig daran, muss es noch etwas länger backen. Das fertige Brot leicht abgekühlt aus der Form stürzen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Sie kriegen nicht genug von diesem Wunderbrot? Dann einfach mit dem Teig experimentieren. Für eine knackige Variante zum Beispiel bis zu 70 Gramm Saatenkörner oder grob gehackte Nüsse mit in den Teig rühren. Für den Teig Mehl, 1,5 Teelöffel Salz, Margarine, Sojamehl und 3 Esslöffel kaltes Wasser zu einem glatten Teig verkneten. Die Form einfetten, mit Mehl ausstreuen. Den Teig etwas größer als die Form ausrollen, in die Form legen und einen Rand formen. Den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen und abgedeckt ca. 30 kalt stellen. 2. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Für die Füllung Süßkartoffeln schälen. In dünne Scheiben hobeln. Pilze putzen, längs in 5 bis 6 mm dicke Scheiben schneiden. Tofu in 4 mm dünne Streifen schneiden. Knoblauch schälen und fein würfeln. Lauch putzen, waschen und in dünne Ringe schneiden. 3. Öl erhitzen. Tofu darin bei starker Hitze in ca. kross anbraten. Pilze dazugeben und bei mittlerer Hitze ca. mitbraten. Knoblauch und Lauch dazugeben, mitbraten. Mit Wein aufgießen und aufkochen. Die Flüssigkeit in einen Topf abgießen, Brühe und Mandelmus unterrühren. Alles unterrühren, kochen lassen, bis die Flüssigkeit leicht sämig ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Estragon abbrausen und trocken schütteln, Blättchen hacken und unter die Mandelcreme rühren. 4. Die Hälfte der Tofu-Pilzmischung auf den Teigboden geben, 1/3 der Mandelsahne angießen, Süßkartoffeln fächerartig darauf legen. Das Schichten nochmals wiederholen, übrige Mandelcreme angießen. Mit Alufolie abdecken. Die Quiche im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 55 backen. Die Folie entfernen und die Quiche in weiteren 15 fertig backen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Blumenkohl putzen, waschen und in kleine Röhrchen teilen. Die Röhrchen portionsweise im Blitzhacker oder auf der Rohkostreibe auf Reiskorngröße zerkleinern. Auf ein Backblech legen und 10 bis backen. Herausnehmen und kurz abkühlen lassen, dann auf ein Geschirrtuch geben und kräftig ausdrücken. 2 Blumenkohl mit Ei, Mandelmehl und Gouda mischen, salzen. 2 Backbleche mit Backpapier auslegen. Die Blumenkohlmasse vierteln und jede Portion auf den Blechen zu einem runden Fladen, Klammer auf, ca. 18 cm 0 Klammer zu, formen. Nacheinander im heißen Ofen 12 vorbacken. 3 Inzwischen die Tomaten mit Salz und Pfeffer würzen. Basilikum abbrausen und trocken schütteln, Blättchen von 3 Stängeln abzupfen und fein hacken. Unter die Tomaten rühren. Den Schinken in grobe Stücke schneiden. Den Mozzarella in dünne Scheiben schneiden. Die Pilze putzen und in dünne Scheiben schneiden. 4 Die Blumenkohlfladen mit Tomaten bestreichen und mit den vorbereiteten Zutaten belegen. Nacheinander weitere 12 backen. Restliche Basilikumblättchen von den Stängeln zupfen und die Pizzas damit garnieren. Für den Teig das Mehl mit 2 türkische Lire Salz mischen. Die Hefe in 275 ml lauwarmem Wasser auflösen. Die Hefemischung mit 5 Esslöffel Olivenöl zum Mehl geben und zu einem glatten Teig verkneten. 10 kneten, dann abgedeckt an einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen, bis der Teig sein Volumen verdoppelt hat. 2 Für den Belag das Filet klein würfeln, mit Paprikapulver, Pfeffer und Öl mischen, abdecken, für die Soße Zwiebel schälen und würfeln, Bacon in Streifen schneiden und in eine Pfanne auslassen, Zwiebel dazugeben und andünsten, mit Zucker bestreuen und kurz karamellisieren, Tomatenmark einrühren, Balsamico-Tomaten und 1-2 Esslöffel Wasser angießen. Aufkochen und in ca. 20 dicklich einköcheln lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Backofen auf 225 Grad vorheizen. Das Fleisch in eine Pfanne ohne Fett kräftig anbraten. Den Teig in 5 Portionen teilen, dabei sollte eine Portion 50 Gramm schwerer sein als die anderen.
die vier leichteren Portionen jeweils auf bemehltem Backpapier rund Klammer auf 24 cm 0 Klammer zu, ausrollen. Fladen mit je eine türkische Lira Olivenöl einstreichen, mit einer Gabel mehrmals einstechen. Nacheinander auf ein Backblech ziehen und 8 vorbacken. Inzwischen Mozzarella reiben, mit Gouda mischen. 4 den letzten der vorgebackenen Fladen gleich auf dem Blech liegen lassen und mit 2 bis 3 Esslöffel Soße bestreichen. Mit je einem Viertel des Hähnchenfilets und der Käsemischung belegen. Die übrigen Fladen und Zutaten ebenso darauf schichten, dabei mit Belagenden, restlichen Teig halbieren und auf etwas Mehl zu 2 langen Streifen, Klammer auf je 10 x 40 cm Klammer zu, ausrollen. Die Streifen als Rand um die Torte legen, gut andrücken. Tortenrand mit übrigem Öl bestreichen. 3 Die Pizzatorte im heißen Ofen, Klammer auf zweite Schiene von unten Klammer zu, ca. 30 backen, dabei nach 20 Min, mit Backpapier abdecken, herausnehmen und 15 abkühlen lassen, dann mit Basilikumblättchen bestreuen, warm servieren, für den Teig das Mehl mit Hefe 3 türkische Lire Salz, Öl und 300 ml lauwarmem Wasser in einer Schüssel mischen. Dann alles mit den Knethaken des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine ca. 7 kneten, bis ein glatter Teig entsteht, der gut zusammenhält. Die Schüssel mit Olivenöl ausreiben, Teig zur Kugel rollen, in die Schüssel legen, mit Frischhaltefolie abdecken und an einem warmen Ort 1 Stunde 30 gehen lassen. 2 Für das Pesto die Knoblauchzehen schälen und grob würfeln. Die Tomaten abtropfen lassen und ebenfalls grob würfeln. Beides mit den übrigen Zutaten in einen Blitzhacker geben und alles zu einer cremigen Paste mixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 3 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig dritteln und jede Portion zu einem dünnen, runden Fladen, Klammer auf ca. 26 cm 0 Klammer zu, ausrollen. Das Pesto auf 2 Fladen verteilen und diese auf dem Backblech übereinander legen. Mit dem unbestrichenen Teigfladen abdecken. 4 In der Mitte des Teigstapels mit dem Rand eines Glases, Klammer auf ca. 8 cm 0 Klammer zu, einen Kreis eindrücken. Davon ausgehend den Teigstapel sternförmig in 16 Stücke schneiden, die in der Mitte verbunden bleiben. Dann nacheinander jedes Stück vorsichtig so umdrehen, dass der Deckel wieder oben liegt. Dabei ist es wichtig, die Stücke abwechselnd nach rechts und nach links zu drehen, damit ein Sonnenmuster entsteht. Den Teig weitere 15 ruhen lassen, dann im Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, 20 bis 5 und back.